Mein Grossvater hat mir einmal gesagt, nimmst du am Anfang den schwierigen Weg, dann hast du es später sicher einfacher. Wenn du am Anfang den einfachen Weg nimmst, dann ist es später sicher schwieriger. Und den Satz, den habe ich das ganze Leben mitgenommen. Einen zweiten habe ich mitgenommen, das war, ich wünsche dir nicht weniger Probleme, ich wünsche dir mehr Fähigkeiten. Das ist der zweite Satz, den mir mein Grossvater auch mitgegeben hat. Und genau die zwei Sätze, die haben wir die letzten 25 Jahre begleitet und in meinem Leben auch weitergebracht. Und ich möchte dich auch heute in diesem Thema, wo es heute darum geht, möchte ich dich ein bisschen näher bringen. Wir sind Spezialisten, dass wir immer in Komfortzonen innen bleiben und Komfortzonen nicht verlassen. Das heisst, was passiert dann? Wir lernen dann nicht neue Fähigkeiten. Wir stellen uns auch nicht zu etwas Neuem. Das heisst, wenn wir Neues entdecken wollen, dann müssen wir Komfortzonen verlassen. Und das haben wir gesehen in den letzten Podcasts. Heute, wo es darum geht, im heutigen Thema, möchte ich euch zeigen, du dich konfrontieren mit Themen, die manchmal nicht ganz so einfach sind, aber versuch dich auch immer eine Strategie dazu zu haben. Das heisst, manchmal geht es nicht immer gerade, aber versuch klar zu schauen, was musst du dafür tun, dass du dein Ziel erreichen kannst. Das heisst, dementsprechend bist du dir auch ein bisschen bewusst, wie viel Aufwand du betreiben musst. Aber ganz wichtig, ihr Leben immer wieder im Alltag, die sich ganz viel die Ziele setzen und plötzlich sehen sie, das ist ja ein riesen Aufwand. Versuch auch einfach mal zu starten und zu machen und umzusetzen, das, was da unbedingt in dir innen brennt. Und das Brennen ist ja sehr wichtig in dir innen. Das muss ja ein Feuer entfachen, dass du überhaupt die Komfortzone verlässt. Und wie mein Grossvater gesagt hat, musst du manchmal ein bisschen leiden dazu. Und später, aber wenn, da lernst du aber auch ganz viel in dem Moment. Und später gewinnst du ganz viel zurück, nämlich Erkenntnisse, die dich bereichern, die auch das Selbstvertrauen stark erhöhen. Mehr Wissen, das wir erlernen können, außerhalb der Komfortzone, macht uns immer selbstvertrauender. Das heisst, wir bekommen mehr Wissen, wir lernen Neues und dementsprechend haben wir noch mehr Fähigkeiten. Dass wenn wir grössere Probleme haben oder grössere Situationen, die herausfordernd sind, dann können wir die angehen, weil wir genau die Fähigkeiten besitzen. Darum, das, was ihr heute mitgeben, konfrontiere dich mit Situationen, die eigentlich nicht ganz einfach sind. Verlass deine Komfortzone, weil dann wirst du genau Fähigkeiten lernen, die in der Zukunft von heute, in der heutigen Digitalisierung, in der heutigen schnellen Welt sehr, sehr wichtig sind. Und ob wasch oder nicht, ich sage es nicht ganz gern, aber wir müssen uns in der Zukunft mit Digitalisierung auseinandersetzen. Das heisst, dort, außerhalb, das ist außerhalb von unserer Komfortzone, die ganze Digitalisierung. Und dort ist auch immer wichtig, wenn du viel, viel Fähigkeiten hast, dann bist du dir auch bewusst für deine Gesundheit. Und denk daran, Gesundheit. Wenn ich dir hier noch abschließen, das ist dein grösstes Kapital. Und warum? Stell dir mal vor, ein Rennross. Du besitzt ein Rennross oder wir kaufen zusammen ein Rennross für 6 Millionen. Würdest du dem Rennross schlechte Nahrung geben, am Abend vor seinem Rennen noch laute Musik geben, in einen Raum tun, der voll Rauch ist und vielleicht geben wir noch einen Hamburger und Junkfood? Nein, ich glaube nicht, dass wir das würden machen. Wenn wir es würden machen, würde das Rennross sicher verlieren. Aber wenn es Potenzial hat zu gewinnen, dann müssen wir es so gut pflegen. Und was ich mit dieser Geschichte mitgebe, zum Abschließen: Du bist das Rennross. Alles Gute, bis zum nächsten Podcast. Freue mich auf bald.